Ja, den habe ich damals bei der Knacke, bei der Obstbank kennengelernt. Wir haben halt versucht, mal Geld zu verdienen, weil das kannten wir sonst nicht. Also wir haben immer nur Musik gemacht, aber irgendwann musste ja auch mal Kohle verdienen. Und haben halt Erdbeeren gepflückt. Und der hat dann halt in der Pause den Klimperkasten rausgeholt und halt losgelegt. Und ich habe mich gefragt, alter Schwede, was ist das? Naja, und dann ist mir noch aufgefallen, dass er an seinen Pfoten, dass seine Pfoten rot waren. Und ich war mir nicht sicher, ist das jetzt Blut vom Banjo-Spielen oder Erdbeersaft vom Erdbeerflügel? Ich habe nie gekostet, ich weiß es bis heute nicht. Damals habe ich noch einen Eierschneider gespielt. Ne? Ach so, ja. Jetzt macht Sinn. Naja, deswegen heißt der Strawberry klar. Strawberry steht für Erdbeere und klar für Pfote. Also die Erdbeerpfote. Und wir machen jetzt einen uralten Song hier aus dem Bürgerkrieg in den Staaten. Das war 1800 und zerquetschte. Ne? Da war es so, die im Süden haben gesagt, hier ist Sklaverei ist cool, das wollen wir haben. Das fetzt, da müssen wir nicht arbeiten und kriegen trotzdem Geld. Und die im Norden haben gesagt, Sklaverei ist scheiße, jetzt gibt's aufs Maul. Ja, dann haben die sich halt ein paar Jahre gekriegt und dann irgendwann haben die im Süden festgestellt, ja, die haben recht. Sklaverei ist wirklich scheiße, die wollen ja auch bezahlt werden. Und sind dann halt abgehauen, ne, aus dem Krieg. Also das waren halt Deserteure. Die hatten ja nicht mal die Möglichkeit, irgendwie Zivildienst zu machen, zum Beispiel, ne. Die wurden halt gleich erschossen. Das hat sich halt, damals war das halt üblich, das hat sich so gehört. Wer nach Zivildienst fragt, wird erschossen. Das würde eigentlich bedeuten, dass alle Zivildienstleistenden heute tot sind, weil die ja damals erschossen wurden. Ja, vielen Dank. Also, besser als Altenpflege, oder? Ja, das ist... Ich bin in der Hasse, kannst du schon mal mit dem Tod Bekanntschaft machen. Also, das ist nicht so viel. So, wir versuchen das Lied jetzt so alt wie möglich zu spielen. Dann fangen wir mit dem Banjo an. Am besten älter als das Original. Also, leg mal los. Just going over the shoulder.